Ich lauf die Straßen entlang und es regnet verdammt stark und ich seh dieses Schild, wie es leuchtet. Es ist ein Gefühl von Heimat, wie wenn man nach 10 Jahren nach Hause kommt. Mann, ich betrete diesen Raum und fast alles wie in einem Traum. Sie reden verdammt viel, aber bewegen sich kaum. Alles ist laut, in den Gläsern der Schaum. Leute diskutieren über das Leben und regen sich auf. Die Schläfen sind grau, in den Räumen steht schon der Rauch. Einer hebt seinen Bauch und er denkt, er geht besser nach Haus. Er steht auf dem Schlauch, die Bedienung gibt nochmal hinaus. Und er nimmt nochmal Platz, mit jedem weiteren Blick sind er einen Schluck von dem Schnaps. Alles ein Glas, zu lange wach, die Leute wirken wie in der Geisterbahn. Ich bestelle mit dreifach Clan. Ein typischer Freitagabend, zwei Dekaden versuff. Bei den anderen sind es wohl noch mehr. Doch über sowas reden wir nicht, also gib mal den Stoff her. Sobald der Flaschengeist frei ist, ist er nicht mehr leicht zu bändigen. Er saugt dich von innen auf und versucht dich zu entmenschlichen. Doch so wie gewohnt erwischt es immer die anderen. Und diejenigen, die es noch nicht erwischt hat, die trinken zu langsam. Ich schließe meine Augen, mein Schädel kreist wie in der Achterbahn. Die Bedienung kommt auf mich zu und möchte mein Zaster haben. Ich bin flüssig, nämlich Wasserhahn, also mach dir mal keine Sorgen. Ich habe genügend Scheine am Start, drum musst du mir keine borgen. Call it what you wanna call it. Ich wünschte, ich könnte halt sagen, ich bin jedes Mal so charakterstark zu sagen, wenn ich nicht trinken will, trinke ich nicht. Aber die Gesellschaft hat, oder meine Gesellschaft hat da schon Einfluss drauf. Wer ist jetzt mit mir? Wie intensiv will der trinken? Und er hat natürlich auch einen Einfluss drauf, wie viel ich trinke. Wenn ich sage, ich möchte gar nicht trinken, der will unbedingt, dann werde ich meine 2, 3 mit dem Trinken trinken. Boah, ich muss eine halbe Stunde zuhören. Willst du noch einen trinken, Wiggis? Ich weiß nicht. Der geht doch aufs Haus. Echt? Na gut dann. Ich nehm nochmal doppelt Wodka und Wasser aus der Leitung. Mein Kopf ist so heiß, ich fühl mich fast wie eine Heizung. Auf dem Weg zum Klo schwank ich wie ein Metronom. Doch ich lasse mich treiben, als wäre ich ein Segelboot. Schwerelos schweb ich los und seh alles verschwommen. Ich fühle mich wie im Paradies, denn du kannst hier alles bekommen. Die Automaten piepen und ich hör das Klackern der Münzen. Alles sind hier blau, als wären wir bei den Schlimmsten. Hast du noch Wünsche? Fragte die Bedienung und sie lächelt mir zu. Ich bestelle mir nochmal ein Bier, dabei hätte ich genug. Jeder hier hat sein Päckchen zu tragen und ist von Sorgen geplagt. Doch man lenkt sich ab, denkt nicht an den Morgen danach. Vielleicht fühlst du dich morgen wieder wie der einsame Penner. Doch der Alk verbindet uns, denn er ist unser gemeinsamer Nenner. Ich schweige und schlendere nach Haus mit meinen Getränken im Bauch. Lasse mich in mein Bett fallen und bin dann endlich raus.